Best of Fränkel frotzelt. Ich habe mich extra auf euch vorbereitet und wollte euch das auch zeigen hier in der Facecam, nämlich mit Feinripp-Hemd hier, ne, ist klar. Ne? Und Bier, billig Bier aus dem Supermarkt hier. Prost, ja, Assi-Runde. Beste. Jahrelang nicht mehr rasiert und zwar nirgends am ganzen Körper. Und eine ganze Woche lang RTL 2 geguckt. Beste Voraussetzung. Genau. Jetzt wird's spannend. Komischerweise fahren alle anderen zuerst los. Holen sich vorher noch einen runter, bis sie das Auto angelassen haben, oder was ist los? Sagt man nicht immer bei Leuten mit Glatze, dass das Gehirn aus dem Kopf rauswächst und du hast ja in der Mitte deines Kopfes noch einen Strang Haare. Heißt das dann, dass quasi deine Haare aus deinem Gehirn wieder rauswachsen? Und du hast ja in der Mitte deines Kopfes noch einen Strang Haare. Heißt das dann, dass quasi deine Haare aus deinem Gehirn wieder rauswachsen? Also, ich werde jetzt mal da drauf stehen bleiben und ich komme mir dann quasi so vor wie bei der nackten Kanone. Ich glaube, der erste Teil war es, oder? Der zweite? Keine Ahnung. Als man da auf dem Polizeiauto oben saß. Ah, es geht los, die wilde Fahrt. Fleisch. Lecker Fleisch. So. Verbietet das die Ehre, dass man sich auslockt, wenn man in Gefahr ist, in erheblicher, selbstverschuldeter, armer Gefahr, weil die Nachhilfelehrerin sich verabschiedet hat? Ja, also das macht eigentlich nur ein Feigling, sage ich mal so. Also na sich toll. Da auslockt. Na toll. That's very funny, da sieht man mal, wie beschissen die Kollegen fahren. Ah. Los, überhol! Komm, du bist der Notarzt, überhol! Ich geh mal ein bisschen in den Wald heulen. Brauchst du eigentlich nicht? Ich leg nämlich jetzt hier drei Fleisch, die kannst du essen. Ich bin ein Feigling. Also, Freunde, ihr seht, es funktioniert. Man kann da auch einen kleineren Einsatz mit bestreiten. Das Problem ist nur, wie komme ich nachher zurück zur Einsatzzentrale? Zu Fuß. Das ist nicht lustig. Oh, dann liegt auch bloß lauter kleine Rucksäcke. Da geht die Tür auf, verflucht nochmal. Da ist ein Zombie. Scheiße, da ist nichts drin. Leute, okay. Hallo. Ja, ich sehe ihn. Der kommt hier gerade zu da mir. Da kommt noch mehr. So, da haben wir den Brand schon. Einen Stiefel fahren die, ist ja unglaublich. Komm halt nach oben in die Feuerwehrwache. Ja, hallo, ich lieg da gerade drin. Die haben die Tore aufgemacht und jetzt bin ich am Arsch hier. Moment, ich komme. Hast du oben alles durchgeguckt? Ja, da ist nichts, nur diese kleinen Rucksäcke. Hallo, Freunde. Ich komme ja schon, Harald. Das geht auch. Ja, Freunde, und jetzt stehe ich hier, ja, und jetzt muss ich zurücklaufen. Das könnt ihr aber vergessen, das nehmen wir jetzt nicht mehr auf. Ja, ich verabschiede mich jetzt. Ich habe keine Munition mehr. Aua, jetzt bin ich die Treppe runtergefallen. Ich habe keine Munition mehr, oh Gott, ich muss nachladen. Sag hallo, Mone. Hallo, Mone. Und Mone war auf der AIDA. Ja. Und davon möchte sie jetzt erzählen. Ja. Ja, Nussschale, wo 2500 Menschen irgendwie reingequetscht werden. Also ich habe mir das Ding auch nicht so riesig vorgestellt. Also es sieht schon echt geil aus. Es ist auch innen total modern und echt cool. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt 20 Decks. Arschgeigen! Ach, jetzt fährst du rechts ran, damit ich nicht dran vorbeikomme, du Arsch! Ja, das ist eindeutig ein, das ist doch ein Mazda, oder? Mach Platz da mit deinem Mazda, Mann! Da sind wir an Bord geblieben und was soll ich noch sagen, es ist halt echt, das sind halt viele alte Menschen, ne? Also wir waren... Quasi so wie wir. 20, sage ich mal, unter 40-Jährige und der Rest über 60. Aber man hat dann seine Ruhe. Allerdings nicht beim Essen. Wenn's bimmelt, dann gehen die alten Leute an die Buffets, das ist wie Krieg. Das ist Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen. Und ich meine, es gibt echt genug zu fressen da, wirklich. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir sind ja in Bayern, das heißt, grüß Gott. Ja, grüß Gott heißt das hier, wenn ich das mal anmelden darf. Immer diese Ausländer hier. Ist doch wahr. Und jetzt mit Schmackes über die Minen drüber, komm! Aha. Nein! Naja, falls ihr euch fragt, ob ich jetzt gerade meine Eier rausgeschrien habe, weil ich klang wie ein Eunuch. Ja, das war jetzt ein bisschen eine komische Aktion hier.
glaube, wir werden jetzt einfach aufhören. Ich höre jetzt auf, ich fahre jetzt kurz nach Bonn und wir machen ein bisschen Docken oder so. Ach ja. Ja. Oh, aber so, was zu dritt vielleicht. Oh, ja. Ich muss nur meine Frau irgendwie bewusstlos kriegen. Oh, Frank, okay. Oh, bring die einfach mit. Oh. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frenkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Frenkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Frenkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.